Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bullet Journal Setup für den Monat August. Und heute heißt es bei mir wieder, im Gegensatz zum letzten Monat, Back to the Basics. Also ich werde heute wieder ein sehr, sehr minimalistisches Bullet Journal Setup gestalten. Ich meine, wenn du meine vorherigen Videos schon gesehen hast, dann kennst du das ja auch schon von mir. Und der Grund dafür ist auch einfach wieder, wie immer, dass ich wirklich jedem zeigen will, dass er oder sie ein Bullet Journal führen kann, ganz egal, ob künstlerisch begabt oder eben nicht. Und ja, vor allen Dingen nach meinem letzten Facebook Live, das ich in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe gehalten habe, zum Thema Befreie dich von Perfektionismus, kamen einfach nochmal einige Personen, die auch von sich selber erzählt haben, die gesagt haben, dass sie sich lange Zeit gar nicht getraut haben, ein Bullet Journal anzufangen, weil es eben so viele perfekte Bullet Journal da draußen gibt und weil man eben auch öfter diese künstlerisch gestalteten Bullet Journals sieht. Aber dem möchte ich eben ein wenig entgegenwirken. Ich möchte dir, wie gesagt, hier zeigen, dass jeder ein Bullet Journal führen kann. Genau, und bevor ich es vergesse, falls du dich für das Thema Bullet Journaling interessierst, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du dich vielleicht auch für das Thema Journaling interessierst. Vielleicht weißt du auch noch nicht ganz genau, wo der Unterschied dazwischen liegt. Und wenn dem so ist, dann habe ich was Tolles für dich. Nämlich heute habe ich meine kostenlose Videoserie, die besteht aus 4 Teilen und ist eben zum Thema Journaling veröffentlicht. Und wenn du Lust hast, da mitzumachen, wenn du Lust hast, 4 Tage hintereinander eine E-Mail mit einem neuen Video zu bekommen und auch mit kostenlosen Arbeitsblättern und so weiter und so fort, dann melde dich doch gerne dazu an. Den Link findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, da sprechen wir einfach ein wenig darüber, was Journaling überhaupt ist, was es vielleicht auch vom Bullet Journaling unterscheidet, wie ich meinen Weg dahin gefunden habe und auch welche Fehler du dabei nicht machen solltest und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele tolle, interessante Inhalte, ist wie gesagt 100% kostenlos. Und ja, weiter möchte ich dich nicht aufhalten, aber wie gesagt, wenn du dich da anmelden möchtest, wenn du davon Teil sein möchtest, dann findest du den Link in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch direkt schon mit meinem Bullet Journal Setup für den Monat August beginnen. Ich beginne mein Bullet Journal Setup wie so oft mit einem ganz simplen Deckblatt. Dafür schreibe ich einfach als erstes den Monat auf, also dieses Mal August 2020, und ergänze darunter dann einfach einen kleinen Kalender. Das mache ich ganz gerne, um einfach einen klaren Überblick darüber zu haben, wie der nächste Monat aufgebaut ist. Unten auf der Seite ergänze ich dann außerdem noch 2 Abschnitte, einen Abschnitt für wichtige Sachen und einen Abschnitt für meine Ziele. Wie genau ich meine Ziele plane, habe ich ja jetzt schon in mehreren Videos gezeigt. Ich verlinke dir die gerne mal hier oben und schreibe da dann einfach nur nochmal die wichtigsten Punkte auf. Als nächstes gestalte ich als Ergänzung zu diesem Mini-Kalender auf dem Deckblatt noch einen etwas größeren Kalender, nämlich über eine Doppelseite. Und den nutze ich persönlich einfach immer, um zum Beispiel wichtige Termine einzutragen oder auch Bereiche, an denen ich ein bestimmtes Projekt planen muss. Um den Kalender zu gestalten, habe ich mir einfach vorher schon gleich große Bereiche abgemessen. Wie so oft schreibe ich links die Tage von Montag bis Donnerstag auf und rechts eben dann das Wochenende mit dem Freitag. Oben links habe ich dann außerdem noch den Monat ergänzt und dann habe ich noch mit dem Tombow-Marker kleine Kästchen links oben in der Ecke in den Kästchen markiert, um da eben dann das Datum einzutragen. Rechts habe ich außerdem noch einen kleinen Bereich für To-Dos freigelassen und unten war auch noch ein wenig Platz und da werde ich einfach zum Beispiel Dinge, die mir für nächsten Monat schon einfallen, eintragen. Im Großen und Ganzen hätte ich gesagt, dass die Seite hier definitiv aufwendiger aussieht, als sie eigentlich ist, weil eigentlich musst du natürlich nur ein paar Striche ziehen, die Daten eintragen und dann hast du schon eine schöne Monatsübersicht, wo du wirklich viele Dinge eintragen kannst. Als nächstes gestalte ich meinen Habit Tracker und den halte ich dieses Mal auch wieder sehr, sehr simpel. Ich beginne einfach, indem ich vertikal alle Tage des Monats untereinander schreibe und dann oben ein wenig schräg die verschiedenen Habits, die ich eben beobachten möchte. Bei mir sind das diesen Monat bis jetzt 7 Stück.
Bei mir ist aber auch nie das Ziel, jeden Tag jede Gewohnheit abhaken zu können, sondern ich möchte einfach trotzdem ein wenig bewusster mir mehr Zeit dafür nehmen. Das sind zum Beispiel Sachen wie Lesen oder Meditieren. Daneben gestalte ich dann meinen Sleep- und Work-Tracker. Das ist so ein Tracker, der ist wirklich auch jedes Mal bei mir im Bullet Journal dabei, weil ich einfach ganz gerne mag, erstens zu sehen, wie viel ich schlafe und wie sich das dann vielleicht auch auf meine Laune auswirkt und zweitens zum Beispiel auch zu sehen, wie viel ich arbeite und dass ich auch dafür sorge, dass ich mir genug Pausen zum Beispiel gönne. Hier oben trage ich dann zum Beispiel ein, wie viele Stunden ich pro Tag schlafen möchte oder pro Nacht eher und wie viele Stunden pro Tag ich arbeiten will. Als nächstes gestalte ich einen kleinen Workout-Tracker. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen angefangen, wieder regelmäßiger Sport zu machen und mir ist auch aufgefallen, dass ich mich definitiv eher an meine Sportziele oder Bewegungsziele halte, wenn ich auch in meinem Bullet Journal einen Platz habe, wo ich meinen Fortschritt tracken kann. Und dementsprechend gestalte ich hier auch einfach einen kleinen Kalender und die Tage, an denen ich dann eben Sport gemacht habe oder mich bewegt habe, die werde ich dann einfach zum Beispiel mit dem Tombow-Marker markieren und dann am unteren Ende der Seite einfach ergänzen, welchen Sport ich zum Beispiel gemacht habe oder wie viel Zeit ich mir dafür genommen habe. Als nächstes gestalte ich eine kleine Self-Care-Seite. Ich weiß, dass ich im August wahrscheinlich recht viel an neuen Projekten arbeiten werde und deshalb finde ich es umso wichtiger, mir auch Zeit für Self-Care, also für Dinge, die mich beruhigen, die mir Spaß machen und so weiter und so fort, zu nehmen. Und deshalb gestalte ich hier einfach eine kleine Seite, wo ich oben Ideen sammeln kann und unten im Kalender markieren kann, wann ich mir wofür Zeit genommen habe. Als letztes gestalte ich eine kleine Projektseite. Ich habe ja gerade schon angesprochen, im August habe ich einige Projekte geplant, an denen ich arbeiten möchte. Und deshalb schreibe ich mir hier einfach eine Zeitleiste auf und werde dann links die Aufgaben ergänzen, die ich noch machen muss und kann dann da schön eintragen, von wann bis wann ich an welcher Aufgabe gearbeitet habe. Hier nochmal ein kleiner Überblick über alle Seiten, die wir heute gemeinsam gestaltet haben. Wie du siehst, es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch. Ich benutze nichts außer eben meinen Kugelschreiber und auch meinen Tombow-Marker. Ich verlinke dir alle Sachen auch mal unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, mir persönlich gefällt das auch super gut so minimalistisch. Ich mag das, wenn es so ordentlich und geordnet aussieht. Und das spornt mich auch einfach an, die Sachen nochmal selber mehr auszufüllen. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du deinen Bullet Journal auch eher minimalistisch gestaltest oder ob es für dich auch künstlerisch sein darf. So, das war dann auch schon mein Bullet Journal Setup für den Monat August. Ich hoffe sehr, dass du einige Ideen mitnehmen konntest, dass du dich auch inspiriert fühlst, einfach mal dein Ding im Bullet Journal durchzuziehen. Es ist ja immerhin dein Bullet Journal und nicht das Bullet Journal für irgendjemand anderen. Deshalb mach einfach mal das, worauf du Lust hast. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere doch auch gerne meinen Kanal, wenn du möchtest. Ich teile jeden Monat mein Bullet Journal Setup mit dir und in der Zwischenzeit dann auch noch andere Videos rund um die Themen Planung, Produktivität und Mindset. Ansonsten vergiss, wie gesagt, auch nicht, dir die kostenlose Videoserie anzuschauen. Ob du da dabei sein möchtest, ist es natürlich niemand verpflichtet. Aber wie gesagt, wenn du dich für das Thema Bullet Journaling interessierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du auch mit dem Journaling was anfangen kannst. Ansonsten bedanke ich mich einfach nur, dass du hier heute dabei warst, dass du mein Video angeschaut hast und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.